Um inspiriert zu sein als Künstler, musst du eigentlich die ganze Zeit unterwegs sein, denke ich. Also du brauchst neue Geschichten, du brauchst Bewegung und du musst einfach auch zulassen, dass dir was passiert. Und das ist eben auch das Schöne an diesem Ort. Man schmeißt die Gitarre ins Auto, packt ein paar Sachen ein, ist irgendwie in kurzer Zeit an so einem wunderbaren Ort. Also warum so weit raus, wenn das eben schon alles direkt vor der Haustür liegt. Und allein der Weg hierhin ist super und es macht Spaß, hierher zu cruisen, weil da fängt eigentlich schon die Entschleunigung an und der ganze Prozess, der dann letztendlich zur Musik führt. Also das Schöne ist, dass ich einfach auch ein leidenschaftlicher Autofahrer bin. Ich glaube, das ist so ein bisschen in meiner dörflichen DNA mit drin. Das heißt, ich bin auf einem kleinen Dorf groß geworden und da war es einfach auch wichtig, irgendwann einen Führerschein zu haben, ein Auto zu haben, weil das war einfach ein Symbol für Freiheit.